Und willkommen hier zurück bei der Story of Thor mit mir, Waldemar, und dem Megas G mit Story of Thor. Originalmodul. Natives 480p. Wow. Wir sind letztes Mal hier in dieser Festung angekommen, die uns den Berg hinaufführen könnte, wie es aussieht. Also den Weg hier nach oben entlang. Und das ist ein recht weiter Weg, wie man sieht. Aber wenn ich langsam losgehen, kommen wir niemals an. Gut. Die Burschen sind schon bereit, also. Wow, normal treffen die mich immer. Wenn ich da hinkomme. Ich könnte uns hier nicht speichern, also. Speichert entweder doch mal vor dem Bereich mit der Festung oder habt Glück, wenn ihr hier durch wollt. Nicht die beste KI, aber Achtung hier, da wartet schon ein Ritter auf euch. Mit dem Stocher geht es ganz gut. So, müsst jetzt hier reinlaufen, um später zu der Tür zurückzukommen. Das ist so geil gemacht. Oh oh. Na, der Schwertteil hier will auch sterben, oder? Jawohl. Okay, wir bekommen hier einen gelben Schlüssel, das ist offensichtlich. Und ihr wollt die rechte Türe nehmen. Aus diesem Grund. Hier ist noch mal ein bisschen Gemüse. Und ich. Ja, komm. Müssen wir so eins schrauben. Das Gemüse hier füllt TP und SP zur Hälfte auf. Du hast einen zweiten Schlüssel. Jetzt müssen wir hier die ganzen Dinger da aus dem Weg räumen. Und wenn ihr Glück habt, lassen sie eben noch Trauben fallen. Oh, 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 und ein weiterer Rang. Das ist gut. Na, kann ich hier? Jawohl. Gut, Ifrit. Der hier auch. Wir sind gut. Die schmeiße ich mal weg. Rüste den Dolch wieder aus. Wenn den Schalter hier auslöst, dann gibt es hier oben etwas Wasserdampf, wenn ihr die Tür haben wollt. Aber dafür fallen Steine. Und ich keine die Tür brauche, aber trotzdem die Steine zeigen möchte. Siehst du? Das ist ganz schön gefährlich. Ach ja, und die Gegner werden auch davon getroffen, wenn die Stacheln gefallen sind. Also, ihr könnt sie schon da reinlocken und dann so ein bisschen. Ja, in die. Ins Messer laufen lassen, wenn man so will. Hier ist eine geile Aussicht. Oh, das war's dann auch schon. Hier ist noch eine geile Aussicht. Also gehen wir hier durch die Türe. Den anderen Weg haben wir nicht. Hilf mir mal ein bisschen mehr, Ifrit. Achso, ja, Moment. Ja, passt ganz gut. Den Käse mit, weil ich ihn halt dafür mitgehen kann. Komm. So, jetzt können wir natürlich hier durchgehen, aber wir haben ja eben alle gut aufgepasst. Und geht erstmal hier rein. Ein neuer grüner Schlüssel. Noch ein voller Pilz. Auf alle Fälle wird er mitgenommen. Hier ist noch eine Weintraube. Da kann ich den Apfel verschwenden. So. Ihr solltet und wollt auch wirklich gucken, dass euer Inventar so gut wie möglich gefüllt ist. Jetzt habe ich noch einen blauen, einen grünen und einen gelben. Das ist gut. Denn, ja, glaubt mir, ihr braucht später noch gutes Zeug. Weil ich mir eine gewisse Vorhaben
vorhabt. Ha! Der war gut. Ifrit, mach mal. Nicht so. Die Richtung, genau. So. Und sobald der Große weg ist, kommen die kleinen Typen nach. Ich würde mal einen Fisch nehmen. Kann man gut gegen das Steak austauschen. Ich halte es zumindest für ein Steak. Und da kommt schon wieder ein neuer der Rittern-Typen da. Das Stochen ist eigentlich ganz gut bei denen. Außer halt, ihr habt einen guten Geist bei euch. Aufpassen. Das können wir am besten mit einer Kettenreaktion auslösen. Sobald ihr einen davon tretet, dann... Ja. Dann geht jetzt einfach mal alle kaputt. Ah ja, der Raum. Die Typen werfen halbe Bomben, also wenn sie natürlich treffen, fliegt er gleich wieder aus dem Raum raus. Der Troll ist in den Fall gelaufen. Schön blöd. Ich krieche lieber unten durch. Danke, Ifrit. Vielen Dank. Er ist nicht oft so gut und hilfreich, der Kollege Ifrit. Aber ich brauche ihn gleich hier unten. Denn diesem Raubchen hier, da kommen wir später hin. Hier wird gleich ein bisschen gemetzelt. Und ich denke mal, ich brauche das hier erstmal. Jetzt Wrist Ropes. Die kennt man aus anderen Spielen. Und hier ist Ifrit echt gut. Wenn er den trifft. Ein roter Schlüssel. Und ich habe keinen blauen Schlüssel gefunden. Das ist natürlich schade. Das ist überaus schade. Klar, ich könnte jetzt nochmal den ganzen Weg durch die Festung laufen, aber nein. Das tue ich mir und euch nicht an. Ach komm, Ifrit, sei nicht so doof. Siehste, geht doch. Geht doch, mein Freund Ifrit. Da werden wir jetzt leider nicht erfahren, was hinter der blauen Türe ist. Aber ist nicht so tragisch. Oh, eine Erdnuss. Na. Zur Waldfestung. Weg zur Festung. Sehr gefährlich. Ja. Weil der Vorraum hier ist nicht unbedingt zu verachten. Und da ist Ifrit auch gut. Nicht auf mich. Ey. Der eigentliche Boss hier ist der lilane Ritter, weil wir alle umbringen. Denn umso eher können wir einen neuen Rang haben. Au. Ich werde mal mich heilen. Und das andere Steak hier aufnehmen. Und den noch. Ah! Gott sei Dank. Das war knapp mit dem Herz. Das wäre weg gewesen. Und nun machen wir uns zur Waldfestung auf, um silbernen Amulett nachzujagen. Ihr seht diesen ganzen Irrweg da drin, nur für den roten Schlüssel. Ich habe richtig heroische Musik und wir können wieder speichern, was ich auch gleich machen werde. Das habe ich mir verdient. So. Gut.
Jetzt ist unser Weg nach ganz, ganz da oben. Es ist meines Erachtens eine der schwereren Stellen in diesem Spiel, wenn man da hoch will. Na komm hier, weg. Und nochmal. Ist ganz witzig, weil er nicht mich treffen kann, weil er mich gar nicht sieht. So sieht es zumindest aus. Na, wenn wir hier runterhüpfen, wird uns der eine Typ sehr wahrscheinlich angreifen. Lebt er noch? Ja, natürlich. Aua. Nein, falsche Taste. Das hier wollte ich machen. Ich könnte auch, nämlich auch aus der Explosion heraus Ifrit beschwören. Und das ist doch cool, oder? Gut, jetzt können wir hier hoch. Räumen die Buschen aus dem Weg. Au. Danke, Ifrit. Jetzt war mir hilfreich. Wie kann der Geist ihn nicht da treffen? Oh, ja, da oben ist was los. Da oben ist gut was los. Ist ganz witzig, wenn alle darauf fliegen, aufeinander. Wow. Hier ist echt Party. Da fallen wir doch gleich mal mit. Wow, wenn es hier noch einen extra Rang gibt. Nicht? Wow. Das lief aber gerade echt gut. Der muss schon sich selber umbringen, aber das. Da können wir ihm echt helfen. Ja. Nochmal? Ist das nicht witzig? Ich find's witzig. Sehr sogar. Hallo. Scheiß Telekom-Nachrichten. Gerade jetzt. Ist unbedingt nötig, ja? Fand ich absolut nicht. Hier oben geht es übrigens zu einem Geysir, bei dem könnt ihr Ditto beschwören, wenn ihr das möchtet. Du kommst gleich runter und ich komme dir entgegen. Läuft bei dir nicht so, aber bei mir. Nein, ich glaube, hier lag noch etwas für uns, oder? Nee, nichts. Ich vergesse es immer, dass es die falsche Ebene ist. Eins weiter oben. Oh ja, hier, die sind ätzend. Das sind wirklich ätzende Gegner. Aber auch schnell aus dem Weg geräumt. Jetzt holen wir uns hier eine tolle Waffe. Tödlicheres Schwert ist das Breitschwert. Das ist das Todesschwert oder Todschwert, wie auch immer. Das heben wir uns aber noch auf. Wir brauchen es später. Glaubt mir einfach. Ich kenne das Spiel ganz gut. Aua. Mein Gott, diese Prügelei könnte ich Typen echt nicht ausstehen. Läuft echt gut. Oh, noch ein Roastbeef. TP Maxi. Na, ich nenne es ein Roastbeef.
Was einfach nach einem dicken Braten aussieht. Herdemet. Sind wir hier runter? Leider kann man den Kassier nicht von oben erreichen. Wir müssen nochmal hier runterspringen und dann wieder hochlaufen, aber es lohnt sich jetzt eigentlich nicht mehr, das noch zu tun. So. Den Burschen sind wir auch los. Und hier sind wir jetzt schon relativ nah an der Spitze. Und hier können wir auch wieder Ditto holen, wie ihr seht. Ach, die ganzen Käfer, die hier kommen, sind eine Plage. Was das Ding da links ist, keine Ahnung. Ob es noch von Nutzen sein wird? Haha. Oha. So. Level up. Ja, sauber. Heute läuft es echt gut. Ah. Da drüben ist übrigens doch was. Aber da kommen wir von hier aus nicht ran. Wow, das war richtig gut. Verdammt gut. Okay. Was haben wir hier denn so? Hier haben wir nichts und da ist dieses ominöse Ding. Das sieht aus wie ein Kristall. Vielleicht kann es uns tatsächlich noch was nützen. Naja, natürlich. Wieder so einer. Ah Gott. Ich finde das witzig. Weil man es auch den anderen Typen da verletzt. Na gut, machen wir so. Geht schneller. So. Jetzt gehen wir hier runter. Holen uns diese Kiste mit einer Ifrit-Perle. Und stiefeln wieder nach oben. Der Weg selbst ist ja nicht mehr allzu weit. Natürlich dürfen wir uns noch heilen. So, was ist hier oben erwartet? Das werden wir sehen im nächsten Part bei The Story of Tor auf dem Megas G mit mir, Waldemar, auf diesem Kanal. Sagt Tschüss, Ditto. Ditto. Sagt Tschüss.